funktioniert das? Na, die Gefahr besteht, dass sie mich treffen, aber funktionieren könnte es. Nein, nein. Dass ich wie im Staffellauf dir das jetzt einfach abnehme und weiterrenne. Aktion, glaube ich, geht das, oder? Oder? Mit einer normalen Aktion geht, aber du kannst dann nicht rennen. Du kannst nur deine halbe Bewegungsweite dann gehen. Also 15 Fuß. Das ist aber mehr als nix. Sind drei Felder dann. Ja. Eher auf mich und nicht auf dich. Normal im Bedauern. Was die nächste? Ja eben, bin ich ja auch wieder, wenn er wegläuft. Ich bin der Heavy Wounded, ey. Naja, gut. Ja, dann nehme ich mal hier Korn mit. Und mein... Oh, ich bin eigentlich tot, oder? Nein, du bist disabled. Meine Wunden hatten doch, waren doch negativ meine Konstitutionswerte, oder? Nein. Ach, Konstitutionswert, Entschuldigung, nicht Modifikator. Ah, okay. Ja, alles gut. Rainer? Das hält an! Oh, du hast den getroffen, der schon so angehittet war, du hast ihn disabled. Ja. Wäre clever. Mein linker Arm. Oh nein, mein Lieblingsfinger. Meine Lieblingsfinger. Oh. Sehr schön. Dex? Ich weiß nicht. Schade. Erstmal die Sapper von der Stirn wischen. Stimmt. Schade. Willst du mich tot sehen? Er will uns alle tot sehen. Ja, scheinbar, ne? Bei dem lauten Schade. Maybe. Hey, na, auch hier? Ja, cool. Wo bin ich hier? Afterlife. Danach spielen wir nicht Kingmaker, sondern Afterlife. Los Muertos. Der Pfeil trifft dich. Aua. Und zwar mitten in die Schulter. Aua. Linke oder rechte? Und Dex währenddessen so, ihr seht mich nicht. Ja. Ich bin der Schattin. Nein, nein. Ich bin eine Blume. Warum? Kann ich trotzdem noch mit beiden Schwertern angreifen? Klar. Warum Wenn du läuft? Stehen bleiben möchtest. Du musst nur die richtigen targeten, ne? Dein ganz Target. Run voll. 200. Das ist die 6. Der ist. Banditenfaust schon mal nicht auf der Karte. Die Nein, die haben gerade Spaß mit Kür. So. Naja. Tamara, du hast die Banditenfaust im Target. Ne, ich hab nicht die Banditenfrau im Tag. Hast du. Hab ich? Hast du. Sag nicht nein! Und wir können das sehen. Ich bin tot, aber nicht blind. Ich hab doch gerade die 2 getargetet. Du bist nicht tot, du bist dieselbe. Ach so, ich muss sie noch enttargeten. Wie enttarget ich sie? Du musst auf sie draufdenken, die ist ja in der Reihe. In der Kampfübersicht Steuerung, Linksklick. Erst mit beiden Schwertern und dann schauen, ne? Erst. Oder, nee, machen wir das hier. Schwert Zweihand, wenn du mit beiden angreifen möchtest. Mach jetzt das hier, das da. Wenn du angreifst, kannst du nicht mehr weglaufen, ne? Ja, ich weiß. Und jetzt, Das war anscheinend auch nicht ihr Plan. Ja. Da haben wir eigentlich die Falle gemacht. Das frage mich ein Freund. Und jetzt kannst du nochmal mit dem anderen Schwert angreifen. Der Dude fällt übrigens um. Ja, du hast doch mit dem Schwert 2H angegriffen, oder? Nein, ich habe mit einer Hand. Gut, dann hast du nur eine Hand gekämpft. Dann war's das. Dann kannst du noch einen 5-Foot-Step machen. Das heißt, ich kann eins zurück, oder wie viel? Ja. Ja. Also Rückzug und hierhin, richtig? Ja, kein Rückzug, aber 5-Foot-Step. Hierhin? Ja. Okay. Ein Feld kannst du dich 5-Foot. Und dann bist du fertig. Das hat zumindest Alex noch die Möglichkeit, etwas weiter zurückzugehen. Ja. Also, ich würde jetzt, also da, wo Dex ist, das war ja ein Baum, ne? Ja, aber denk doch mal, Verbetten, da geht weiter nach Norden. Also, dunkelheitstechnisch gesehen, wenn ich jetzt hinter mich gucke, sehe ich nicht wirklich die Banditen, oder? Also, es ist schon so dunkel, dass man
Es ist, immer noch in der Nähe des Flusses, es ist Lichtung und ihr habt eine helle Nacht. Also man kann schon was sehen. Man sieht das da vorne schon, dass sich da Schemen bewegen. Okay, weil dann würde ich jetzt Folgendes machen. Ich gehe jetzt hier hinter den Baum und lege Kron an den Baum. Und dann kann ich feuern. Nee, so. Hinlaufen, ablegen dürfte jetzt der ganze Zug gewesen sein, richtig? Ja. Also wenn Kron möchte, kann er dich auch einfach fallen lassen, aber... Wäre vielleicht nicht so cool, wenn er dich in der freien Aktion fallen lässt. Dann war das so. So, und ich hoffe, dass ich einfach sehr viel Glück habe. Kuscheleinheiten für Kür. Ah, der da, okay. Kann dich hauen. Der ist sogar noch in Reichweite. Sehr schön. Also ich leg da mal so... Fällst du um. Rainer! Ja, Mann, Leute. Ja, was ist? Ich habe immer noch einen mitgenommen. Ach, fuck. Schade. Lift off. 6. Ich habe auch noch nichts in Reichweite. Severus ist disabled, Alex. So, dann würde ich jetzt wieder sprinten. Und zwar. So. Hier. Rainer. Wie hießen die beiden Pearlywash und? Tuktatata. Chitarata. Oder so. Genau. Hier. Tat. Chick-Titter-Cat steht bei mir. Ja, das ist der Name. Tyk-Tatatat, doch. Doch, das ist ihr Name. Tyk-Tatatat, okay. Oder Kat, oder... Okay, ich murmel vor mich hin. Pellywasch, Zug. Ich wäre jetzt sehr praktisch, wenn ihr Spaß haben wollen würdet. Gut. Das war deine freie Redeaktion. Genau. Auf wen hast du geschossen? Oh, auf den Banditen 6. Ah, das ist nicht der gerade Severa geliftet hat. Okay. Ach, der hat mich aufgehoben? Ja. Ja, ist nicht so wichtig, nur ich hab's auch noch so am Ränder. Ich mach echt keinen Schaden. Dankeschön. Dex? Mich ja eigentlich. Wann die Dex ja hoffentlich. Ja. Gut. Ob ich unentdeckt bleibe. Ja, toll, da kommt die 20. So. Der ist tot. Alex? So, ich würde jetzt mal was ziehen aus meiner Level 0 Kategorie. Ich würde meinen Morgenstern leuchten lassen. Das ist kannst du benutzen, ja. Genau, reicht. Leid. Und dann, ich würde jetzt wie so ein Behinderter ein bisschen damit wedeln. Kür? Ach ja, Kür hat Spaß. Bandit Nummer 6. Rainer. Ich schieße jetzt auf Bandit 7. Irgendein Modifier? Ja, minus 4, weil Nahkampf. Also, hat halt, du hast halt die Erschwernis, weil sie halt auf die Hälfte Schulter hat. Sagen wir es mal so, wenn ich durch sie durchschieße, wäre das für mich auch okay. Trotzdem minus 4 gewinnen. Okay, auch ohne die minus 4 hättest du nicht getroffen. So, der ist disabled. So, Bandit 8. Ah, da. So, ich gehe mal nicht davon aus, dass seine Perception reichen wird, aber hey, er steht in deiner Nähe. Nein, halt, warte mal, viel cleverer. Da liegt ein Vogel. Einer. 6. Und den Vogel schützen. Wird denn er da so blöd liegen lassen? Wer war das bloß? Er hat es halt überhaupt als erstes mitgenommen. Yay. Warte. Also du bist jetzt mit einer Aktion vom Baum runter und mit der anderen... Ich hab aber mich rumgedreht und hab halt drauf geschossen.
Crossbow, sorry. So, ich versuche nur gerade noch den Würfel für den hinterhältigen Angriff in den Dings rein, da reinzukriegen, in den Damage. Na, läuft doch. Kron knallt auf den Boden. Auf den Banditen. Das ist der beste Bait. Er ist einfach, was ich sagen wird. Mal gucken, ob ich immer noch richtig platziert. So. Ja, vielleicht. Jetzt schon der. Nö. Oh, Bandit 1. Bandit 5. M-Target. Alex. Schießen wir doch mal aufs Licht. Ja, komm, Alter. Klar. Würde ich genauso machen. Was erwartest du, ja? Okay. Guck mal, Leute, ich leuchte. Ja, da haben wir die Bubble gezogen. Das hat beim Vogel schon nicht funktioniert mit dem Leuchten. Mann, ich dachte, das waren 3 Milis. So eine Scheiße. Ich hab schon mal gesagt, die werden alle Milis und Schützen sein. Warum auch nicht? Keiner. Naja, ich überlege gerade, was ich mache. Die haben halt alle dieselbe Bewaffnung. Short Sword plus Longbow. Der Bandit 5 steht vielleicht nah genug dran. Wir haben da genug Tapsen verteilt. Also ich würde reinwerfen. Puh. Ja. Dann Dexwurf. Ja, Also was? Auf Dexterity. Du kannst ja direkt als Wurfwaffe targeten, ne? Mit alchemistischem Feuer. Du kannst deine Sling als Wurfangriff benutzen, aber es muss halt einfach nur da reintreffen, prinzipiell. Aber umso besser du triffst, umso mehr Schaden kriegt halt der, den du getroffen hast. Also du kannst von dem ATT von der Sling einfach, Rainer. Gut. Dann brauchen wir beten. Ja, schade. So, dann aber so. Dann du triffst ihn leider nicht. Aber Bandit 8 ist tot, 6. Ja, na dann, ich nehme mein Rapier und springe ihm in den Nick. Aha. Mit einem hinterhältigen Angriff. Ja, dann. Ich muss erstmal mit dem Akrobatik anfangen. Ja, bitte. So viel. Reicht. Ja. Krieg ich auch einen Bonus dann dafür? Wenn du jetzt krittest du auf einer 16. Ist ja auch eingetragen. Ja, aber nicht not confirmed. Confirmed, schade. Ja, leg dich nicht mit dem Drau an. Das ist richtig, Drau sind gefährlich. Das Monster ja, unter dem Bett ist gefährlich. Eigentlich waren die Würfel nur echt gut. So, Severa ist von der Karte runter. Du kannst Bandit 7 nicht mehr targeten, Rainer. Ich konnte auch vorher nicht drauf schießen, weil es 125 Meter waren. Okay. So, Kron, zack, Bandit 1. Bandit 1 kriegt nochmal 4 Feuerschaden. Ah, Perception. Das war ja jetzt nicht so schwer zu sehen. Aber er hat es trotzdem nicht gesehen. Das heißt, er geht dahin. Bandit 5. Nein, halt, stopp, was mache ich? Der rennt dahin. Der geht ins Wasser, ja, ist vernünftig. Zumindest ist Alex stable. So, clear. Bandit 6. Rainer. So, dann hätte ich ja jetzt eigentlich nicht mehr so groß bewegt. Bleiben wir nicht aus, der Force, das auf der Stelle jetzt tritt, kann ich bis zur eigenen Erleichterung dafür kriegen, oder? Für Bandit 1. Nee, du hast normalen Angriff. Du hast da noch keinen Kernschuss. Normaler Angriff. Versuch was wert. Ah, hast ihn doch getroffen. Dein Schießen ist ja nicht so schlecht. Und dann? Dann mache ich natürlich Schaden. Ja, so gut. Warst du fertig? Ja. Dex. Ja, hat er mich bemerkt? Wahrscheinlich nicht, der hat wahrscheinlich Panik, oder? Nein, der hat Panik. Sehr gut, dann können wir wieder hinterhältig schießen. Sehr gut. Oh, wieso zweimal? Du hast Doppelklick gemacht, wahrscheinlich. Ah, ne, du hast zwei Leute im Target. Oh.
Ja, aber hätten ja beide getroffen, von daher. Ja, achso, es kommt noch plus 1 dazu, weil Kernschuss ist unter 30. Das trägst du unten ein als, ja, als Modifier. Ja. Ich wollte nur einen sagen, nicht, dass du gleich von hast. Ja. Oh, läuft mit dem Schaden, ne? Rainer? Hast du das Alchemistenfeuer gelöscht? Ja, ja, habe ich rausgenommen. Aber Junge, danke. Dann würde ich runterspringen. Mhm. Und dann habe ich 20 Fuß, ne? Ein, ja. 2, 3, 4, da, so. Gut, dann handeln wir das jetzt mal eben ein bisschen kürzer ab. Ja, also ich sprinte los und rufe ihm dann nach. Der Tod kommt dich holen mit Einschüchtern. Und dann machen wir ein Intimidate. Bandit will. Ja, er rennt etwas schneller oder versucht es zumindest. Er hat sie noch nicht fallen lassen. Hat sie nicht fallen lassen. Der Wurf war nicht schlecht genug. Deiner war zwar gut, aber mindestens 5 auseinander, dann hätte er sie fallen lassen. Wie weit ist er noch vom Lager weg? Du wirst ihn einholen, bevor ihr auf der anderen Karte seid. Ja, sehr gut. Also handeln wir das einmal ganz kurz ab. Nehmen wir die 6. So. Mach ich mal kurz so. Und Rainer wird etwa, ja, etwa so ein bisschen dahinter sein. Wobei ich würde auch erstmal, ich würde so weiter versuchen, ihn einzuschüchtern. Ich denke, wenn ich näher komme und dann lauter bin, wird das mir wahrscheinlich noch besser gelingen. Hoffe ich. Probier's. Nein, Mann, töte ihn! Aber du würdest ihn auf jeden Fall erreichen jetzt in der Runde. Ich hab's jetzt mal kürzer abgehandelt. Ja, auch guck mal, eine 20. Er lässt Severa fallen. Sehr gut, dann hat ja Rainer als freies Schussfeld. So, und ja, dann wäre Rainer dran nach dir. Hopp. So, komm, einmal jetzt einen richtig schönen guten Schuss, bitte. Jetzt nein. Einmal. Wollt ihr mich verarschen? Ja, dann wärst du wieder dran, Dex. Ja. Naja, in das Lager reinstürmen werde ich jetzt definitiv nicht, deswegen nehme ich. Du bist in seiner Reichweite, ne? Er ist noch nicht im Lager. Ihr seid noch nicht auf der neuen Karte, deswegen habe ich es da unten abgehandelt. Er ist noch in Reichweite. Ja, ich bin in seinem Rücken, er rennt von mir weg, das heißt, ich kann auch wieder hinterhältig schießen, ja? Nee, hast ihn so angeschrien, du kannst nicht mehr hinterhältig. Du bist jetzt wirklich dann direkt hinter ihm. Aber der ist so klar, dass du hinter ihm bist, das wird nichts mehr mit hinterhältig. Ja, hinterhältig ist ja nicht bloß, dass ich versteckt bin. Das ist ja auch, wenn er sich nicht bewusst ist, wo genau ich bin. Das ist ja auch, wenn zum Beispiel jemand in der Zange ist, kann ich ja auch hinterhältig schießen oder so. Also, er versucht ja nicht, meinen Angriff abzuwehren, wenn er panisch wegrennt. Ach so, ja, klar. Ja, nee, dann du hinterhältig schießen. Tu mal ich würfel jetzt. Habe ich noch einen Banditen drin? Ja, habe ich noch einen Banditen drin. Ist ja auch in Kernschussreichweite. Oh, umso besser. Dann hätte ich sogar 120. Ja, 1. Na, guck mal. 4 für den Drauer läuft. Du hast zwar auf den falschen geschossen, aber ist okay. Ja, ich habe mir jetzt nicht umgewählt, weil ich den anderen nicht mehr gesehen habe, weil ich noch auf der anderen Map bin. Nee, ihr seid noch auf der Map. Alles gut. Bandit 7, du hast ihm 5 Schaden gemacht. Achso, nee, er lebt wahrscheinlich noch, ja. Ja. Ja, dann haben wir 4-4. Nice. Machen wir das jetzt wie ein Herr der Ringe und zählen jetzt, oder? Bandit 7 baut zu dir jetzt Abstand auf. Du bist nicht mehr in der 30 Meter, an der 30 Fuß Reichweite. Ja, ist nicht schlimm. Rainer. Sagst du noch in Reichweite? Na, guck. Na, schade. Schade. Aber immerhin. Reicht immer noch nicht? Nee, noch nicht ganz. Nee. Müsste 10, mit 10 müssten sie haben. So. Ja, wirkt so. 6? Ja. Wenn ist außerhalb meiner Reichweite. Bewegungsaktion, dann bist du wieder dran. Achso, ja, dann. Na gut, kill ich eben. Wenn es dann reicht. Welcher Bandit ist das eigentlich? 7, ja? 7, ja. Da. Alter, also du würfelst aber auch gut.
So, so jetzt reicht's. Habt ihr jetzt auch. So, gut. Sehr schön, habt ihr gut gemacht. Ja, hier wird ein Heiltrank verabreicht. Und merkst, wie dir eine Ladung. Du hoffst, dass es Wasser ins Gesicht schießt. Okay. Und bist gefesselt. Ja, ich bin halt ein bisschen benommen, ne? Ich weiß jetzt nicht, was man denkt. Wie viel seid ihr? Und dir landet eine Faust in der Magengrube. Uff. Was? Wie viel seid ihr? Und die nächste Faust. Nicht genug, offensichtlich. Wo kommt ihr her? Du kriegst jetzt eine richtige Ohrfeige. Also, die tut auch richtig weh. Ich hab sogar. Ach. Wir kommen aus weiter aus dem Norden. Was wollt ihr hier? Und du kriegst einen Tritt mit dem Knie in die Magengrube. Ich werde hier gar nichts sagen, wenn ich hier weiter verprügelt werde. Sie gibt dir eine Ohrfeige. Du glaubst doch nicht, dass du hier lebend rauskommst, wenn du nichts sagst. Das habe ich in Kauf genommen. Wo haben sich die anderen Bastarde versteckt und den nächsten Schlag in die Magengrube? Frag doch deine Freunde. Sie nimmt ein Messer und sticht sie einmal kräftig in den Oberschenkel. Ja, ich schreie auf. Rede jetzt, Miststück! Bestimmt nicht mit dir. Du kriegst einen kräftigen Kinnhaken. Sag mir, bin ich vielleicht doch irgendwann mal ausgenockt? Nein, sie weiß, wie sie sich am wach hält. Ja, ich sag gar nichts. Sie nimmt so einen richtig schweren Ast und ballert dir tatsächlich komplett eine gegen den Kopf. Jetzt bist du ausgenockt.